Lust auf einen kleinen Energiekick, so als gesunden Snack für zwischendurch, dann sind Energy Balls oder Bliss Balls, also Energiekugeln, genau das Richtige. Die gibt es inzwischen in allen erdenklichen Varianten und Geschmacksrichtungen zu kaufen, man kann sie aber auch ganz einfach selber machen. Oft wird dazu ein leistungsstarker Blender, also Mixer, verwendet. Ich zeige dir in diesem Video, wie es auch ohne geht. Und das Ganze erst noch aus nur zwei Zutaten. Und damit willkommen bei der Lifehackerin. Wir brauchen dazu nur Datteln und Haferflocken, das ist schon alles. Ich zeige dir zwei Zubereitungsvarianten, einmal mit dem Mixer und einmal komplett ohne Küchengeräte, nur mit einem Messer und den Händen. Ich gebe die Haferflocken in meinen Standmixer und zerkleinere die ordentlich. Du kannst es ganz nach deinem Geschmack noch etwas körnig lassen oder ganz fein zu Haferflockenmehl mahlen. Bei mir ist es wirklich sehr pulverig geworden. Nun schneide ich die Datteln auf, damit ich die Kerne ganz einfach entfernen kann. Ich habe zuvor 50 Gramm Haferflocken gemahlen und brauche dazu nun 100 Gramm entkernte Datteln. Das sind so, je nach Größe, bis zu 10 Datteln. Ich habe hier sehr große, daher sind es bei mir eher so 6 oder 7 Stück. Die kommen nun zu den Haferflocken dazu und dann lasse ich den Blender nochmals seine Arbeit machen, bis eine gleichmäßige Masse entsteht. Die nehme ich nun raus und forme sie zwischen den Händen zu etwa walnussgroßen Kugeln. Die Masse ergibt etwa 8 Stück. Du kannst selbstverständlich auch die doppelte Menge oder noch mehr auf einmal machen. Und kleiner Tipp, manchmal geht es besser, die Kugeln zu formen, wenn du die Hände dazu anfeuchtest. Wenn du keinen Standmixer hast, geht auch ein leistungsstarker Stabmixer und zumindest die Haferflocken, die könntest du ja eigentlich auch mit einer Kaffeemühle zerkleinern. Die Energy Balls sind so eigentlich bereits fertig. Du könntest sie aber, wenn du möchtest, auch noch in Kakaopulver, Fruchtpulver oder gehackten Nüssen wälzen. Ich habe hier zum Beispiel noch Pistazien. Diese hacke ich klein und wälze die Kugeln darin. Oder hier eine Fruchtpulvermischung. Das sieht natürlich auch farblich richtig toll aus. Oder ganz einfach Kakaopulver. Die Kugeln danach am besten für 30 Minuten in den Kühlschrank stellen, damit sie noch etwas fester werden. Im Kühlschrank aufbewahrt halten dir die Energiekugeln etwa eine Woche. Du kannst sie aber gut morgens rausnehmen und sie zum Beispiel zur Arbeit mitnehmen und dann über den Tag verteilt ein paar als Snack und kleinen Energiekick genießen. Und falls dir Datteln und Haferflocken zu langweilig sind, kannst du die natürlich auch noch nach Belieben anpassen und dein ganz eigenes Rezept kreieren. Du brauchst einfach Trockenfrüchte und auf der anderen Seite Getreideflocken oder auch Nüsse. Das heißt, statt Datteln kannst du zum Beispiel getrocknete Feigen oder Aprikosen verwenden und die Datteln damit ganz oder teilweise ersetzen. Und statt Haferflocken kannst du auch Cashewkerne oder Mandeln verwenden, auch da statt oder einfach nur ein Teil davon ersetzen. Und du könntest auch noch weitere Zutaten hinzufügen, zum Beispiel Zimt klingt für mich ganz gut. Und am Schluss kannst du, wenn du möchtest, das Ganze noch ummanteln oder sie zum Beispiel auch noch in geschmolzene dunkle Schokolade tauchen. Ich würde dir aber raten, mal mit dem Basisrezept zu starten und dann Schritt für Schritt das Rezept nach deinem Geschmack anzupassen. Und nun, wie versprochen, noch die Variante ganz ohne Mixer. Ich habe hier wiederum 50 Gramm Haferflocken und etwa 100 Gramm Datteln. Die Haferflocken gebe ich nun einfach auf ein Küchenbrett und zerkleinere diese mit einem möglichst großen Küchenmesser. Damit so fein gemahlenes Haferflockenmehl wie zuvor zu erhalten, wird schwierig. Aber es geht erstaunlich gut. Und man bekommt auch so von Hand eine wesentlich feinere Konsistenz als die ursprünglichen Flocken. Auch bei dieser Methode könntest du die Haferflocken ganz oder teilweise durch andere Getreideflocken oder Nüsse ersetzen und ebenfalls mit dem Messer zerkleinern. Sobald du mit der Konsistenz zufrieden bist, geben wir die Haferflocken in eine Schüssel. Die Datteln wiederum entkernen und dann etwas klein schneiden. Das ist eine ganz schön klebrige Angelegenheit, macht aber nichts. Wir haben ja zuvor gründlich die Hände gewaschen und werden dies auch danach wieder tun. Nun die geschnittenen Datteln zu den Haferflocken geben und vorsichtig mischen. Du kannst das natürlich mit einem Löffel machen, aber ganz ehrlich, es geht am besten von Hand.
Die Masse so lange vermischen oder kneten, bis sich die Datteln und die Haferflocken schön vermengt haben und eine gleichmäßige Masse entstanden ist. Anschließend auch daraus wieder Kugeln formen. Diese können wir wiederum so belassen oder sie noch in gehackten oder gemahlenen Nüssen oder Kakao oder Fruchtpulver wälzen. Anschließend genau gleich wie die ersten in den Kühlschrank geben. Auch diese Variante hält dir im Kühlschrank eine Woche oder du kannst sie sogar einfrieren, dann halten sie noch länger. Klar, von Hand dauert ein bisschen länger, dafür hast du fast nichts abzuwaschen und bist da dann schneller. Und optisch muss ich sagen, gefallen mir diese hier mit Struktur eigentlich fast besser als die, die so fein und glatt sind. Und geschmacklich? Mal probieren. Also geschmacklich sind sie sehr ähnlich. Kein Wunder, ist ja auch genau das Gleiche drin. Aber trotzdem gibt es kleine Unterschiede. Mir gefällt so das leicht Crunchige beim Draufbeißen von diesen hier. Aber auch diese sehr feine Textur von denen hat schon was. Also ich glaube, du musst die Blissballs selber ausprobieren und dir eine eigene Meinung bilden. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss.